Barbie. Hey, ihr zwei, was gibt es? Eigentlich wünsche ich mir auch was. Könntest du mich verdoppeln? Verdoppeln? Oh, das ist ein ungewöhnlicher Wunsch. Oh, wozu? Weil es mich dann zweimal geben und wir gleich denken würden. Dann löse ich endlich das pinke Puzzle aus dem Puzzlegarten. Zwei Chelsea schaffen das in 0,0. Das pinke Puzzle ist wirklich schwer, so wie der Zauberspruch. Aber ich denke, wir beide lieben Herausforderungen. Schließt die Augen, ich werde es mit Magie versuchen. Vervielfache Chelsea, nicht nur eine wie sie. Mehrfach Herz und Verstand hat schnell die Lösung zur Hand. Hat's funktioniert? Oh, du solltest dich mal umdrehen. Hm? Hallo, Chelsea! Eins, zwei, drei und ich, das macht vier. Hallo und willkommen im Zauberhaarwald zu unserer Live-Übertragung des Haarathlons. Ich bin Delia, eure Moderatorin. Und ich bin Markus, euer Co-Moderator. Es ist ein perfekter Tag für Spaß in der Sonne oder in Seifenblasen. Markus, lass uns näher heranschweben, denn die erste Aufgabe startet in wenigen Sekunden. Jeder Sportler muss eine Kammklippe erklimmen. Meinst du, meine Sprungtechnik wird ausreichen? Na ja, du bräuchtest mehr Schwung. Versuch es mal damit. Wirble und zwirble, mein Liebes, so erklimmst du die Klippe mit Stil. Mit Stil? Herberto, du bist so ein Schatz. Stopp! Was soll das denn? Ich übe mein Wettkampfgesicht. Gute Idee. Bezwing die Klippen mit deinem Blick. Echt? Das soll ausreichen? Nein, hochklettern musst du auch noch, aber so wirst du dich sicher fühlen. Erklimm die Klippe, erklimm die Klippe. Es wird nicht leicht werden, aber ich habe einen Tipp. Ich schaff das, Barbie. Okay, super. Viel Erfolg, Jersey. Hallo, Barbie. Ich bin froh, dass du da bist, Chelsea. Wir haben ein riesiges Problem. Ich wusste doch, hier stimmt etwas nicht. Was ist passiert? Die grüne Farbe. Sie verschwindet. Schau dir diesen Regenbogen an. Und diesen. Oh nein. Chelsea, wir brauchen all deine Fantasie, um herauszufinden, was der Grund dafür ist. Geht klar. Honey und ich machen uns auf den Weg und suchen Hilfe. Auf dich ist immer Verlass. Was ist los? Ich bin mir nicht sicher. Was sollen wir bloß tun? Chelsea, hast du es gehört? Oh nein. Deine Farbe verschwindet, Prinzessin Grün. Bitte sorgt euch nicht um mich. Und ob? Du verblasst. Wir finden den Grund dafür. Hat jemand von euch eine Idee? Nun, wir sollten herausfinden, warum das passiert. Aber Prinzessin Blau denkt... Ich sag es gern nochmal, Prinzessin Gelb. Ich denke, wir sollten die singenden Fische fragen. Sie könnten helfen. Und ich denke, dass sie nichts wissen. Ich verblasse weiter. Könnten wir irgendwas tun? Ja, sicher. Lasst uns die singenden Fische befragen. Schaden kann es nicht. Oh, hallo, Chelsea. Bonbon für Barbie. Honey. Hallo, Sheriff. Hi, Neo. Hi, Sunday. Oh, ihr kennt ja schon die Einhörner. Eishörner? Denn wir lieben Eiscreme. Eigentlich heißen sie so, weil ihre Hörner aus Eishörnchen sind. Helft ihr uns dabei, ein Rätsel zu lösen? Natürlich. Mit Vergnügen. Zusammen finden wir die heiße Spur. Hauptsache, unser Eis schmilzt nicht weg. Das ist unser Zuhause. Oder war es? Denn irgendjemand hat es angeknabbert. Zahnabdrücke! Ich dachte, ich wäre heute der Sheriff. Ich dachte, du verkaufst heute dein Softeis. Oh, mein Softeiswagen. Möchte jemand? Was hier wohl passiert ist, Frau Sheriff? Jemand hat von dieser Säune genascht. Und ich glaube, ich weiß wer. Ein Erdbeerbär! Ganz genau. Ich hatte recht. Ihr knabbert ein Haus an, das bewohnt ist? Es tut uns leid. Wir dachten, die Scheune steht schon lange leer. Sie war vorher auch schon ganz kaputt. Was? Das ist unser Zuhause. Das Lakritz ist ein wenig ausgetrocknet.
Es könnte rissig werden und brechen. Hier tun sich Träume. Das hat nicht funktioniert. Barbie! Hi, Chelsea! Hab ich wieder eine Krone auf dem Kopf? Noch nicht ganz. Barbie, wieso trägt der König das auf seinem Kopf? Er hat seine Krone verloren und mit meiner Magie hole ich sie ihm zurück. Oder ich versuche es zumindest. Ist sie wieder da? Nein, aber das ist eine sehr hübsche Palme. Wissen Sie, dort oben auf Ihrem Kopf. Oh. Oh, keine Sorge, ich schaffe das. Ich überlege nur, welcher der richtige Zauberspruch war. Wie haben Sie die Krone denn verloren? Das weiß ich nicht. Nun ja, wann war sie denn das letzte Mal auf Ihrem Kopf? Das ist eine gute Frage. Das war... Ich erinnere mich nicht. Ich dachte, Elefanten vergessen nie etwas. Wo hast du das denn gehört? Oh, meine Krone! Ist das meine Krone? Oh, was ist das bloß? Oh. Halt! Elefantenkönig! Alles ist gut! Das ist nur Schönchen! Das Kätzchen! Entschuldige, Schätzchen. Ich wusste nicht, dass es deine Kätzchenkrallen waren, die sich in meinen Kopf gruben. Weißt du, was heute hier los ist, Barbie? Nottoprinz hat eine große Überraschung für uns alle. Niemand weiß was. Ich denke, er hat eine Schatzkiste gefunden, gefüllt mit Schokoladengold. Oder er tanzt ein Luftballett mit seinem Raketenrucksack. Sind alle auf ihren Plätzen? Die Fruchtmeerjungfrauen sind zum Abtauchen bereit, Nottoprinz. Nach dieser mega super Überraschung kennt die ganze Welt meinen Namen. Liebe Süßigkeiten-Gemeinde, ich, Sir Käseleib, bin hoch erfreut über die feierliche Einweihung unserer einzigartigen Limonadensprudelfontäne. Kreiert vom Nottoprinzen. Sein Geschenk für das Bonbon, keine Grenzen. Jungfrauen, taucht ab! Pärchen. Und bringen süße Pärchen her. Darf ich vorstellen? Frau Keks und Herr Milchmann. Und hier kommen die... die Erdbeerbären. Diese Pärchenparty ist so lustig. Wir krönen heute das süßeste Pärchen des Bonbonkönigreichs. Vielleicht die Marshmallow-Freunde, die Kirschzwillinge? Erdnussbutter und Marmelade? Warte,
Wo ist sie denn? Gerade war sie noch hier. Weißt du, wo sie ist, Prinzessin Erdbeereis? Kein Marmelädchen. Aber du kennst sie doch. Sie liebt Entdeckungstouren. Oh, dann verpassen wir die Krönungszeremonie. Honey und ich werden dir beim Suchen helfen. Wirklich, Chelsea? Das würdet ihr machen? Aber was ist mit der Party? Marmelädchen kann nicht weit weg sein. Ihr werdet bestimmt rechtzeitig wieder da sein. Na los, Erdnussbutter. Folgen wir ihren sahnigen Fußabdrücken. Entschuldigt bitte. Hallo, ich bin Chelsea. Wisst ihr, worüber die Prinzessin heute sprechen möchte? Nein, und das Warten macht mich müde. Ich bekomme Schuppen davon. Trotzdem, vielen Dank. Lass uns gehen und Barbie fragen. Okay. Ich danke euch fürs Kommen. Nein, so nicht. Wir müssen wirklich dringend los, Eure Hoheit. Wir sind schon 2 Minuten im Verzug. Bin fast fertig. Hallo Leute, schön euch zu sehen. Keine Autogramme bitte. Die Prinzessin übt ihre Ansprache. Sie müssen den Erlass verkünden. Jetzt! Jetzt! Verzeihung, wir reden später. Sie wird das ganz wunderbar. Ich danke euch fürs Kommen. Wie ihr wisst, leben hier im Wald ganz besondere Persönlichkeiten. Das ist der Grund für den königlichen Erlass. Bravo, bravo! Jetzt kommt mein Lieblingsmoment. Heute spreche ich über unsere Freunde, die Wuschel. Ihr denkt vielleicht, dass sie meist mürrisch, ein wenig wütend oder ein bisschen traurig sind. Aber sie sind mehr als das. Sie drücken viele unserer Gefühle aus. Sie sind ein wichtiger Teil des Königreiches. Nur die Ruhe. Eins meiner Blätter ist einfach spazieren gegangen. Bekommen Sie mehr Land von uns. Hast du Barbie verstanden? Wie sollte das gehen? Honeys Bell macht einen ja verrückt. Oh, ich hab was verstanden. Glasklar. Was? Wir sollen unser Land verlassen? Und sie wollen Wachen aufstellen, um es vor uns zu beschützen? Oh nein! Wartet! Das klingt so gar nicht nach Barbies Worten. Na ja, sie hat's gesagt. Wir haben es gehört. Wir glauben, es gehört zu haben. Ganz genau. Wir sind uns nicht sicher. Und weil wir das nicht sind, müssen wir sie fragen. Alles klar, verstanden? Aber wenn wir von hier weg sollen, wo sollen wir denn leben? Was sollen wir tun? Wartet, ihr bleibt hier. Wir gehen zu ihr und fragen nach. Komm, Notto. Komm, Honey. Wir dekorieren alles für eine Disco-Tanzparty. Und jeder aus dem Zauberhaarwald wird dabei sein. Und ich werde mir auch die Haare besonders schön dafür föhnen lassen. Ich mir auch, sobald ich den Luftballon hier aufgehängt habe. Tut mir leid, Haselocke. Er klebt fest. Ich helfe dir. Das ist mir auch schon einmal passiert. Herrje, ich muss meine Locke kämmen. Und zwar schnell. Das nennt man statische Elektrizität. Oh, Chelsea, deine Haare. Was? Was ist mit meinen Haaren? Nichts. Sie stehen dir nur ein kleines bisschen zu Berge. Hallo Leute, bereit für die Party? Was war das? Benny, warst du etwa heute beim Friseur? Nein, heute nicht. Wieso denn? Die stehen richtig ab. Kann ich auch mal reinschauen, bitte? Barbie, woher kommt das? Ich weiß es nicht. Aber diese statische Aufladung passiert nicht einfach so. Sie wird wohl irgendwo erzeugt. Was soll das? Wie sollen wir so tanzen? Euer Haarproblem lösen Herberto und Hazel. Und Chelsea und ich finden heraus, was hier vor sich geht. Okay, beeilt euch! Ist die Schatzkarte etwa echt? Ja. Die Prisma-Prinzessin hat sie gezeichnet. Sie wurde die erste Königin in der Regenbogenbucht. Das ist sie. Ihr größter Schatz ist irgendwo im Königreich versteckt und diese Karte verrät uns wo. Und keiner hat ihn bisher gefunden? Nein. Aber ich dachte, wir suchen danach. Die meisten Hinweise sind Rätsel. Echt? Ich liebe Rätsel. Das habe ich mir schon gedacht. Okay, kommen wir zum ersten. Sind goldene Schätze dein Begehr? Zaubere dir einen Fischschwanz her. Wahrscheinlich möchte die Prisma-Prinzessin, dass wir Meerjungfrauen werden.
Dann hat sie den Schatz auf dem Grund des Regenbogenmeeres versteckt. Na los! Ha ha ha!